Ja, und da sind wir nun im Frühlingsanfang Nebenevent. Ticket für die Liebe. Ja, und da wollen wir doch mal gucken. Ich habe 4 Tage Zeit. Ich habe Urlaub. Gut, ich wollte natürlich jetzt auch in den 4 Tagen so Sachen unternehmen, aber mal schauen, das schaffe ich schon. Ja, toll. Hier gibt es jetzt neue Sachen. Und was ist das? Ein Liebesgeschenk. Ja, nee, ich will jetzt nicht in die sozialen Netzwerke. Oh, und Snap wartet auf mich. Und was haben wir hier noch? Es gibt eine neue Schokofrosch-Event. Kein Gryffindor diesmal, ach wie schade. Und was haben wir noch? Was ist das denn für ein Knopf? Den kenne ich noch gar nicht. Und dann gibt's hier jetzt was? Leukrotta. Und hier steht einfach nur Aktivität mit irgendeinem Tierwesen. Und trifft dich unbemerkt mit Mirula im nächsten Kapitel. Wir haben das nächste Kapitel, weiß ich gar nicht. Nee, dann gehe ich jetzt erstmal hier. Was ist das für ein Knopf? Was passiert, wenn ich da draufklicke? Nichts! Okay, dann will ich an. Ich kann Zeit hinzufügen. 20 Minuten, die reichen, die werden mir nicht reichen. Also, so knapp habe ich ja noch nie ein Nebenevent beendet, dass ich am Ende 20 Minuten mir holen würde. Nee. Aber gut. Nee, ich gucke jetzt immer, was Snap von mir will. Und was gibt's am Ende? Was ist das denn? Was sind das? 2 Fäden mit einem. Ach, ein Armband! Ein Armband. Okay, gut. Oh, das Lekru Otta wurde im nebligen Moor im Reservoir für magische Geschöpfe gesichtet. Dann frage ich doch an dieser Stelle jetzt schon mal, wie soll ich das Vieh nennen und wer will Taufpate sein? Ja, aber jetzt, ja, Snap wartet auf mich. Oh, ja, viel los hier heute. Der Frühlingsanfang ist ziemlich grausam, wenn man darüber nachdenkt. Überall werden Herzen aufgehängt. Können magische Geschöpfe eifersüchtig werden? Falls ja, muss ich allen Geschöpfen, die ich kenne, eine Frühlingsanfangskarte schreiben, nicht nur Knall. Was glaubst du so, Bay? Zum Frühlingsanfang kommen alle in eine schnulzige Stimmung oder etwa nicht? Hey Cody, wir werden heute den Plappertrank wiederholen. Das ist eine gute Neuigkeit. Findest du den Plappertrank etwa besonders toll, Penny? Ich finde die meisten Zaubertränke toll, ja, aber daran liegt es nicht, dass ich so glücklich bin. Ich bin glücklich, weil wir damit schnell fertig sein werden und dann können wir darüber sprechen, was mir wirklich wichtig ist. Der Frühlingsanfang! Vielleicht schaffen wir es dieses Jahr einen ruhigen Moment für uns zu finden. Ich schätze, der Feiertag steht wirklich kurz bevor, oder etwa nicht? Genau, ich fand die Tage vor dem Frühlingsanfang schon immer am aufregendsten. Ich liebe die Vorfreude auf Partys mit Freunden oder darüber nachzudenken, womit ich jemanden überraschen werde. Oder die Spannung darauf, womit mich jemand überraschen wird. Erzähl mir, Cody, worauf freust du dich am meisten, was den Frühlingsanfang betrifft? Das gute Wetter. Gutes Wetter? Was steht da? Zeit mit Freunden? Eine Überraschung bereiten oder eine Überraschung bereitet bekommen? Nee, dann natürlich Zeit mit Freunden. Ich verbringe gerne Zeit mit meinen Freunden. Beim Frühlingsanfang geht es schließlich um das gute Wetter und die Romantik. Das stimmt. Es ist eine Gelegenheit, um alle Personen zu feiern, die uns wichtig sind. Nicht nur eine ganz besondere Person, aber dieses Jahr freue ich mich ganz besonders drauf. Es geht das Gerücht herum, dass es der beste Frühlingsanfang aller Zeiten werden könnte. 2022, wenn die Corona-Fallzahlen runtergehen und wir vielleicht aus der Pandemie endlich ausschlittern. Ach nee, wir sind ja 20, 30 Jahre früher. Ach, wirklich? Anscheinend wird eine riesige Überraschung vorbereitet, ein einmaliges Frühlingsanfangsevent. Aber vielleicht sollten wir mit unserem Zaubertrank anfangen. Snap bellt uns ständig im Auge. Und währenddessen erzähle ich dir alles, was ich über die große Frühlingsanfangsüberraschung weiß. Okay, dann legen wir mal los. Wir brauchen ja auch nur 3 Sterne. So, Barnaby, hast du denn eine Idee jetzt? Ich brauche keinen Trank, um zu plappern. Das passiert bei mir von ganz von alleine. Solange Snap beschäftigt ist, kann ich vielleicht etwas von dem Zeug für mich abzweigen. Der Plappertrank sieht ziemlich plapprig aus. Was war nochmal die nächste Zutat? Penny, könntest du mir das bitte verraten? Millicent Becknall, die ehemalige Zaubereiministerium, wird die Neuigkeit. Ministerin, wird die Neuigkeit verkünden. Was? Da bin ich sogar gespannt, wer das ist. Was auch immer die Überraschung ist, sie hat irgendwas mit dem Hogwarts Express zu tun. Ja, und jetzt noch ein Zweckbaldrian, Rainer, ja? Okay. Bald steht am Bahnhof Hogsmeade eine große Ankündigung an. Als nächstes brauchen wir natürlich Eisenhut. Nie vergessen, Eisenhut, ja? Riecht wie Kaugummi. Ja. Solange es nicht beschäftigt ist, kann ich vielleicht etwas von dem Zeug für mich... Ja, Zweck, du wiederholst dich schon. Ich melde, und das heißt, ich mache jetzt an der Stelle hier einfach mal den Cut. Ich habe jetzt... Was ist das jetzt? Kann ich jetzt einfach vorspulen? Das ist nämlich auch neu.
kann ich jetzt einfach das überspringen. Beschleunige, Werbung ansehen, um den Timer zu beschleunigen. Ja, 20 Minuten reichen mir nicht. Um 3 Stunden beschleunigen? Okay, ich kann jetzt also die 3 Stunden einfach überspringen, aber... ja gut, danach kann ich zwar die nächste Aufgabe machen, habe aber keinen Energiepunkt, also bringt mir das eh nichts. Aber ich könnte mir... Ach komm, dann die 20 Minuten hole ich mir jetzt. Warte mal, was? Aber was passiert denn jetzt? Ja, gut, das mache ich jetzt, aber ich mache gleichzeitig den Cut und dann geht's... Also ich spare mir jetzt 20 Minuten und theoretisch sind 3 Minuten weiter... in 3 Stunden? Ach egal, es geht gleich weiter. Also ich habe jetzt zweimal ein Video geguckt, um jeweils zweimal 20 Minuten zu überspringen. Jetzt habe ich gerade mal geguckt, ob die Zeit schon abgelaufen ist und habe gesehen, es waren noch 22 Minuten. Ich dachte, komm, guckst du noch ein Video? Und dann muss ich ja jetzt nur noch ein paar Sekunden warten. Und dann kann ich hier weitermachen. Ist das nicht cool? Was? Gibt es hier schon wieder was Neues bei den Anziehsachen? Ich habe ja jetzt Zeit. Ich habe doch letztens... Ach so, da sind... Es gibt jetzt wahrscheinlich wieder neue Sachen. Was war denn hier zum Beispiel neu? Das Kätzchen ist neu. Okay, was ist hier neu? Hier... Was gibt's denn hier Neues? Ich habe jetzt eine Minute Zeit. Ich sehe nichts Neues hier. Im Besitz? Ach da! Ja, das weiß ich doch, das habe ich doch schon angezogen. Und eine neue Hose gibt's auch irgendwo? Ah, da, da. Wo ist die neue Hose? Ah, ich hab doch gerade neue Hose. Nö. Na gut. Dann habe ich mir hier mal alles neu angeguckt. Das will ich natürlich nicht anziehen. So, und es sind noch ein paar wenige Sekunden. Dann haben wir es geschafft und können weitermachen. Die Ankündigung der Überraschung wird bestimmt toll, wenn Millicent Bagnall höchstpersönlich nach Hogsmeade reist. Genau. Ich weiß, dass es irgendetwas mit dem Hogwarts Express zu tun hat, aber mehr weiß ich nicht. Vielleicht weiß Snape ja mehr. Ich hoffe, Sie arbeiten fleißig an Ihrem Plappertrank. Ja, wir haben sehr sorgfältig gearbeitet, Professor Snape. Und warum klingeln mir dann die Ohren vom ständigen Lärm aufgeregter Kinder? Wir haben uns über die anstehende Walddienstagsüberraschung in Hogsmeade unterhalten, Professor. Frühlingsanfang meine ich natürlich. Wissen Sie was darüber, Professor? Ich gebe mir Mühe, um nicht an diesem vermaledeiten Feiertag teilzunehmen. Mögen Sie den Frühlingsanfang etwa nicht, Professor? Müssen Sie daran an eine Liebe denken, an eine unerfüllte Liebe, mit der Sie als Kinder unter dem Baum gespielt haben? Ich mag es, wenn sich meine Schüler auf ihre Arbeit konzentrieren, anstatt im Unterricht unaufhörlich über Liebe zu quasseln. Wenn sie älter sind, werden sie sehen, dass die Liebe es nicht wert ist, ein großes Aufheben darum zu machen. Sie ist entweder flüchtig oder ein schmerzhafter Fluch, und es wäre weise von ihnen, sich nicht kopfüber in sie zu stürzen. Okay, gut. Vielleicht ist Zaubertränke nicht der richtige Ort, um über den Frühlingsanfang zu sprechen. Das scheint ein empfindliches Thema für Snape zu sein. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass sie uns den Feiertag vermiesen. Wir wissen beide, dass Liebe mehr ist als nur ein schmerzhafter Fluch. Es gibt so vieles, auf das man sich freuen kann. Vielleicht hast du recht. Wir sollten uns woanders unterhalten. Apropos Dinge, auf die man sich freuen kann. Wir sollten mehr über die Überraschung in Erfahrung bringen, die du erwähnt hast. Nach dem Unterricht können wir zum Bahnhof Hogsmeade gehen und uns die große Ankündigung anhören. Tolle Idee, Cody, das wird bestimmt total aufregend. Ich kann es kaum erwarten, mit dir zum Bahnhof Hogsmeade zu gehen und mehr über die große Überraschung zu erfahren. Ja. Allerdings... Nein, Penny, ich wollte vorne was anderes machen. Und zwar, habe ich schon gesehen, ich kann mir das neue Vieh hier leisten und das will ich dann auch direkt kaufen. Damit ich schon anfangen kann zu füttern. Ich habe ja bereits gefragt, wie ich es nennen soll. Was mich nur wundert ist, dass... Ah ja, da ist das... Leukrotter. Ach, jetzt heißt es Leukrotter. Ist das für nicht anders? Ich frage nur, warum der Plimpi wieder hier ist. Den habe ich doch schon gekauft. Egal, jetzt hat der Leukrotter... oberste Priorität. Achso, stopp. Ich komme gleich wieder. Ich habe hier gerade was gesehen. Was ist das denn hier? Ein Heuler? Ach, der hat mein Toffel, das ist ja nett. Und hier ist noch ein Briefkasten. Seit wann steht hier ein Briefkastenborf? Ja, du kannst mir den. Komm, gib mir den Punkt, danke. Was ist das? Aktivität mit Geschöpf 1. Matthew Jenkins verlangt ein verstohlenes Geschöpf, um die Sicherheit der Gefängnisse zu testen. Ich soll ihn die Abteilung für magische Strafverfolgung? Dein Reservoir ist inzwischen. Hä, die fordern die Worte meine Hilfe? In der magischen Strafverfolgung? Und ich soll auf Level 1 sein, ich bin auf Level 9.
Okay. Dann soll ich das jetzt machen. Ja, okay, okay, okay. Und dies ist eine Aktivität für ein verstohlenes Geschöpf. Eine perfekte Gelegenheit für einen Niffler. Okay. Hier sind zwei braune Hefte als Starthilfe. Ja, die bekomme ich jetzt. Die muss ich nicht... Oh, normalerweise muss ich was zahlen, um etwas zu beginnen. Hier bekomme ich was geschenkt. Okay. Ach nee, jetzt muss ich doch zahlen. Also ich habe die erst bekommen, damit ich sie jetzt zahlen kann, oder was? Okay. Was ist jetzt passiert? Wenn etwas mit einem Geschöpf im Gang ist, solltest du vorbeischauen, um zu sehen, wie es läuft. Newt, also mein Niffler ist Newt. Newt ist im Zaubereiministerium angekommen und wird momentan vom Wachpersonal überprüft. Matthew Jenkins meldet zufrieden, dass Newt genau das richtige Geschöpf für den Auftrag des Ministeriums ist. Auf den Timer tippen, um zu beschleunigen. Nee, ich will aber nichts zahlen. Du kannst den Fortschritt auch beschleunigen. Hier ist ein Zeittopf als Starthilfe. Ja, nehme ich gerne. Was? Nee, was nützt mir? Ich muss 16 Stunden warten. Das habe ich doch jetzt nicht für 3 Stunden. Muss ich immer noch 13 Stunden warten? Nee. Ach, na gut. Jetzt sind es immer noch 13 Stunden, die ich warten soll. Tippe hier drauf. Dein Geschöpf ist noch nicht dort. Aber lass uns trotzdem mal hinspringen. Wie wird der Fortschritt angezeigt? Okay. Newt wird von Auroren für die nächste Aufgabe vorbereitet. Der Zaubereiminister ist überraschend zu Besuch gekommen. Möchtest du, dass Matthew den Minister mit Newt bekommen hat? Ja, klar. Newt wird vorbereitet. Was? Tippe auf das X. Schau später wieder vorbei. Okay. Okay. Achso, hier kann ich... Okay. Also Newt ist jetzt im Zaubereiministerium. Gut, aber ich wollte jetzt den Leukrotter kaufen. Weil Leukrotter war hier im nebligen Moor. Okay, ja, schön. Da kommt Newt auch mal raus an die frische Luft. Nee, er wohnt an der frischen Luft. Er kommt rein ins stickige Zaubereiministerium. Das ist doch auch mal schön. Hier ist jetzt der Leukrotter. Ein elchähnliches Geschöpf mit langem Geweih und einem riesigen Maul. Das will ich jetzt noch adoptieren. Ja. Okay, das Maul ist wirklich riesig. Ja, aber ich fütter das da mal. Ich meine, da passt ja bestimmt viel rein in dieses Maul, oder? Wie frisst denn du? Also echt mal. So, was hast du, was bist du? Ach, du bist ängstlich. Du siehst nicht gerade ängstlich aus. Aber ich versuche mal die Bindung zu dir aufzubauen. Also echt mal. Muss das denn sein? Gut. Schön, Leukrotter. Ich bin gespannt auf deine Quest. Aber ich sag jetzt für die Folge jetzt mal Arrivederci, over and out.